Passiert halt auch zwischendurch mal. Das ist das, wenn man keine Belebersamen hat. Guten Morgen, Denise. Gestern hatten wir leider Pech. Dafür geben wir uns heute umso mehr Mühe. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kommen jetzt auch ein paar mehr Missionen dahin. Dann können wir die zusammen erledigen. Ah, das ist jetzt echt doof gelaufen. Slapilipa, magst du jetzt mal fertig werden? Danke. So, Postprüfung. Eskortiere mich. Okay, okay, okay. Oh, Denise unschuldig Teil 1. Sie traf Volnona auf dem Klürberg. Volnona ihr bezeugte, dass Denise nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sich damit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu. Lagern. Danke. So, Finsterforst. Will ich aber nicht mehr rein, das ist zu schwach. Ah, jetzt haben wir da ein paar hier, ein paar dort. Na gut, wir gehen jetzt erstmal nochmal kurz zum Pokémon-Platz. Haben wir denn noch unsere Items? Können wir gleich mal schauen. Zur Not haben wir auf jeden Fall was zum Verkaufen. Ja, hier. Ja. Haben wir noch irgendwas zum Verkaufen? Aber wir haben voll viele Items verloren, das ist jetzt, oder? Doof, 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 doof. So, haben wir nicht was zum Kaufen. Hätten wir, aber das brauchen wir erstmal alles nicht. Und zweitens, ja, ist unser Geld auch nicht unbedingt gerade hier. Naja, gut. Was haben wir denn hier? Das können wir nehmen. Genauso wie das hier. Jobliste. Wir haben nur eins in der Riesenschlucht, okay. Wir nehmen Ambadusa wieder mit. Das fand ich eigentlich ganz gut zum Begleiten. Ja, das war ganz praktisch mit Duster. Also war einfach nur Pech. So eine Sekunde zu... Das war einfach Pech, dass sich Pfiffchen in dem Moment dahingestellt hat. Und ja, zum Team bitte. Wir hätten einfach gleich Ruckzuckhieb anwenden sollen. So, Dankeschön. Dann gehen wir gleich mal wieder los zur Mission in die Riesenschlucht. Auch wenn es jetzt eigentlich schon ziemlich spät ist von der Zeit her. Ich will trotzdem noch diese Mission schaffen. Oder zumindest beginnen. Wir können ja zur Not im nächsten Part noch weiterführen. So, such mal ganz schnell die Treppe. Da ist auf jeden Fall ein Top-Elixier. Sehr gut. Kommst du, Pfiffchen? Da liegt ein Apfel. Und ein bisschen Geld. Das kann man natürlich alles gut gebrauchen. Ist ja klar. Und hier liegt auch wieder ganz viel Geld rum. Oh, sehr schön. Tschüss, ihr Pokémon. Wir sind schon weg, bevor ihr überhaupt nur ankommen könnt. Und da auch wieder. Geld, Top-Elixier. Und die Treppe gleich nebenan. So, könnt ihr das ruhig jetzt öfter sein. Bis zur E9. Dankeschön. So, da ist natürlich jetzt nicht so. War ja klar. Du kannst nicht fliehen, du kannst nicht fliehen. Oh Mann. Hätte ich nicht gezögert? Naja, gut. So ist das halt nun mal. Jetzt bist du eingekesselt, Funpi. Jetzt hast du Pech gehabt. Tja. Naja, man kann ja nicht immer nur gewinnen. Man kann Missionen auch nicht immer nur erfolgreich abschließen. So, jetzt ist Pfiffchen mal an einer perfekten Stelle. So. Ich hoffe, da bleibt es jetzt auch erstmal. Da kann ich es gerade optimal beschützen. So, jetzt ändert sich das wieder. Oh, Gelbgummi. So, wer bekommt das? Ich würde sagen, das bekommt erstmal Pfiffchen. Duster. Weil Duster nämlich schon ewig lang kein Gummi mehr bekommen hat. Oh Mann, Pfiffchen hat ja keine Items mehr. Gut, dann müssen wir ihm was anderes geben. Geben wir ihm eine Amrena-Beere. Ein Duster. So, was hat denn... Jetzt können wir werfen hier. Sehr schön! Das ist doof, dass wir dann auch unsere Items verlieren. Naja gut, wir müssen nachher im Lager schauen, was wir da noch haben an Bändern. Dann können wir da mal schauen. Bäm, kaputt. So läuft das. Und da ist schon die Treppe. Hui, auf geht's. Riesenschlucht E4.
Oh oh. Oh oh. So. Okay. Puh. Linkbox. Der Status bleibt unverändert. Ach so, ja. Tschüss, Kapilz. Kapilz hatte nicht mal den Hauch einer Chance. Tja, so läuft es halt, wenn man mit mir kämpft. Und das Pfiffchen sich nicht einfach mitten in die Bahn wirft, in die Schussbahn. Kann man denn die Taktik von Pfiffchen verändern? Das müssten wir mal schauen. Nein, kann man nicht. Schade. Schade, schade. Okay. Auf geht's! Besiegt dieses Giflor! Haha, wir sind super stark. So. Jetzt müssen wir nur weiter die Treppe finden, dann kommen wir hoffentlich ganz gut voran. Wir können ja auch mal ein bisschen durchwechseln. Ey, wo bleibt denn ihr? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fuck, das sieht gar nicht gut aus. Items, Sinelbeere. Geben an Duster. Fuck. Hey, du kleines Mistviech hier. Einfach mein Duster töten. Geht's noch? So, Ivy. Der Duster ist besiegt worden, leider. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ist zwar scheiße jetzt gelaufen, aber gut. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich, aber gut. Kann man jetzt nicht ändern. So, wir gehen mal hier in die Schusslinie lieber, bevor Pfiffchen auf doofe Ideen kommt. So. Jetzt können wir aber wieder ein Pokémon rekrutieren und das würde dann zwischen Booster und den wilden Pokémon hinten sein. Hoffen wir mal, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen. So, hallo. Nein, die kann nicht angewendet werden. Verdammt. Fixieren, Angriff. Perfekt. So. Da oben habe ich schon was gesehen. Geld. Geld, 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 Geld. Ach je. Armes Duster. Erholung. Das kann man gut verkaufen. Erstmal hier Noctuff besiegen. Bam, Giflor. Tschüss, Giflor. Oh nein. Und Duster bleibt bloß da. Ich sag's dir, ey. Oh, die Wege sind aber auch echt ätzend in der Richtung. So, schauen wir mal. Oh, eine Sackgasse. Auf geht's, Kampfhäfchen. Schnell, wir müssen dich da schließlich ins 9. Stockwerk bringen. Oh mein Pfiffchen. Bleib doch mal da. Oh, das ist echt nervig damit, dass die sich hier abkapseln können. Weil die zu dumm sind, um da richtig lang zu laufen. So, hä? Bin ich jetzt ganz dumm? Gut, die Treppe müsste also im dritten Raum von rechts sein. Komm her! Oh, jetzt komm doch, lass dich mal besiegen hier. Oh, Mist. Komm, auf geht's. So, jetzt aber. Ganz vorsichtig müssen wir jetzt sein. Ivy, mach mal. Warum machst du nicht? Aber wir müssen eh da runter, von daher. Können wir das Noctuscada erstmal ignorieren? Denn hier ist die Treppe. Okay. Okay. Gut, gut, gut. Das ist gleich die nächste Treppe. Und ein Noctu. Tschüss, Noctu! Und auf geht's, schnell. Ich will die Mission noch zu Ende bringen. Wäre zumindest ziemlich cool, wenn wir die jetzt noch zu Ende bringen könnten. Oh nee, nur Plosive-Samen. Schade.
Wow. Das Gefährliche daran ist halt, dass der meistens über Eck läuft. Also nicht direkt so wie wir, sondern anders. Anders! Und dadurch kapseln die sich dann ganz gerne mal ab und das kann sehr, sehr gefährlich werden, wie wir gesehen haben. So. Da liegt ein Gummi. Das holen wir uns natürlich. Lassen wir es noch. Tuska schlafen. Holen uns das Geld. Und gehen ganz schnell die Treppe hoch, bevor noch Tuska aufwacht. Dann sind wir nämlich auch schon in der Zielebene. Und damit so gut wie da. Oh. Ein... Oh Gott. Hallo? Ariados. Oh, der Magen knurrt. Nein! Jetzt kriegt man Hunger. Der Magen ist wieder gefüllt. Immerhin. So, jetzt dürften wir eigentlich... Oh, oh. Bam! Uff. Gott sei Dank. Scaraborn wurde besiegt. Sehr schön. Komm, so kurz vor dem Ziel können wir doch jetzt nicht draufgehen. Das kann jetzt nicht sein. Oh, ein Scaraborn. Hier wimmelt es ja nur von Scaraborn. Stanzer. Ziel. Nö. Unser Eskortierungsziel. Hier auch nicht. Hallo, Ariados. Bam. Oh, oh. Scaraborn hebt Zinnelbeere auf. Okay. Hier ist es auch nicht. Tja, wo ist es dann? Ach so, hier. Birkin scheint nicht da zu sein. Wie ist nicht da? Wie ist nicht da? Warum bist du nicht da, Pfiffchen? Hallo? Ups. Oh, ich hab's beinahe angegriffen. Das ist ja... Das wäre... Puh, gewesen. So, jetzt können wir aber gehen. Ja. Ah, okay. Beendete eindrucksvoll eine Mission. Vielen Dank für die Eskorte zu Pinzia. Hier ist die Belohnung. 400 Pocket-Dollar. Yay! Und wir erhalten 80 Radarpunkte. Waren wir heute nicht klasse? Machen wir für heute Schluss und legen uns schlafen. Also bis morgen dann. Ja, bis morgen. Ja, wir würden gerne speichern. Das muss man natürlich speichern, diesen Fortschritt. Ah, sehr schön. Guten Morgen, Denise. Aufwachen. Weiter geht's. Ich will noch kurz die Post anschauen, dann würde ich aber sagen, machen wir einen Schnitt. Guten Morgen, Denise. Denn da kommt sie schon angeflogen. Die Post. Klack. Tschüss, Philippa. Schauen wir gleich mal hinein. Ja, lagern und lagern. Wir haben nämlich nur die Pokémon-Zählung bekommen. Link-Attacken. Das sind die empfohlenen Link-Attacken für Anfänger. Tipp Pflanze, Kampf und Boden. Visasam, Rankenhieb plus Heuler. Indivier, Rasierblatt plus Heuler. Gekkabur, Silberblick plus Pfund. Macholo, Silberblick plus Fußkick. Dragosse, Rotenschlag plus Knochenkeule. Ich stehe aber nicht so auf Link-Attacken, ich nutze sie lieber alleine. Denise unschuldig, Teil 2. Zu den Ereignissen sagte Glurak, das dachte ich mir von Anfang an, hahaha. Despotar fügt hinzu, dieser Schurke Gengar. So kommt er uns nicht davon. Das hat noch ein Nachspiel. Tja, so passiert's. Gut, ich würde jetzt aber sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, tschüss!